Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Subnautica und heute suchen wir den Mehrzweckraum. Ja, wir sind hier an der Koralle, die aus dem Wasser ragt. Also das ist die einzelne Koralle, die aus dem Wasser ragt. Die ist auch in der Nähe der Rettungskapsel immer ungefähr. Da hinten sind auch zwei, die ragen aus dem Wasser, ist immer die einzelne. Und ja, genau. Wir haben eine Seemotte. Wir müssen Richtung SW einfach nur schwimmen. Also baut euch den Kompass, verlinke ich euch in der Infokarte oben. Ich verlinke euch den Kompass bei jedem Video in der Infokarte einfach oben. Falls ihr den nicht findet. Dann müssen wir Richtung SW fahren zu einer Insel. Man erkennt es auch meistens schon an der Wolke. Also die Wolke sieht ein bisschen auffällig aus tagsüber. Man kann das ganz leicht erkennen. Also ja, da vorne, da ist die Insel, wo ich rauf war. Das ist eine ganz komische Wolke. Sieht so aus, als wenn das rauchen würde, so ein bisschen. Auf PS5 jedenfalls. Müsste eigentlich nur SW fahren, dann findet man die Insel. Oder ein bisschen weiter links von SW. Das wird das auch schon ein bisschen erkennbarer, sag ich mal. Es wird gerade Nacht bei mir, aber das ist egal. Ist trotzdem ganz simpel. Haltet euch gleich bei der Insel ein Stück rechts, weil dann kommt der Landaufgang. Lasst jetzt schon gerne mal ein Like da, abonniert mich und vergesst nicht die Glocke zu aktivieren und teilt das Video. Das wäre sehr korrekt. Jetzt taucht die Insel langsam auf. Sollte jetzt langsam auftauchen, ja genau, jetzt die Insel auftaucht. Jetzt müssen wir uns rechts halten, da ist nämlich der Landaufgang. Oh, das sieht auch schön aus hier nachts, der Insel. Ja. Ich hoffe, ihr erkennt das noch. Ja, okay, hier ist hell. Also hier ist der Landaufgang. Hier geht ihr hin. Dann steigt ihr aus. Ihr könnt das natürlich auch alles zu Fuß machen. Das ist nicht das Problem. Und dann lauft ihr einfach den Weg hier lang. Unter den Bogen. Am besten ihr habt ein Messer dabei. Die kleinen Viecher, die greifen euch hier an. Dann lauft ihr einfach hier geradeaus diesen Weg entlang. Also unter dem Bogen hier. Einfach geradeaus den Weg entlang laufen hier. Ihr braucht natürlich einen Scanner, wie bei jedem Teil, was ihr scannen wollt. Ihr könnt ihr auch gleich Samen mitnehmen. Hier gibt es auch Essen und sowas, Samen, alles Mögliche. Und dann ist auch schon, wenn ihr den Weg hier gefolgt habt, um den Berg rum, ist auch das schon gleich rechts hier. Da müsst ihr einfach nur, hier sind auch noch andere Sachen, aber heute kümmern wir uns nur um den Nestec-Raum. Dann habt ihr hier diesen Raum, den könnt ihr scannen. Und das ist dann der Mehrzweckraum. Also ich habe den schon bei mir gescannt, weil das meine Map ist, wo ich schon alles habe. Joa. Aber ihr könnt den Raum hier auf jeden Fall scannen und dann habt ihr den Mehrzweckraum. Und ja, hier gibt es noch andere Dinge, die ihr scannen könnt. Aber ich werde dazu zu jedem Teil ein einzelnes Video machen, deswegen, ja, genau. Auf jeden Fall, ja, da war es auch schon mit dem Video. Ich sage, teilt das Video sehr gerne und wir sind im nächsten Video. Haut rein und ciao.